Wenn du von der höheren Macht erwählt wirst, bekommst du kein Handbuch überreicht. Stattdessen sendet sie dir Hinweise, Zeichen und leise Botschaften. Diese Zeichen sollten nicht einfach als zufällig abgetan werden. Du erkennst und verstehst sie und vertiefst dich in ihre Bedeutung. Vielleicht wirst du ihre Pfeile entdecken, die dich auf deinem Weg zum Schicksal lenken. Es gibt klare Anzeichen dafür, dass du zu den Auserwählten gehörst. Du bist authentisch und kannst nicht vorgeben, jemand zu sein, der du nicht bist. Du verlässt lieber eine Situation, die nicht zu dir passt, als dich durchzumogeln. Unehrlichkeit widerspricht deiner Natur, und du fühlst dich unwohl, wenn du nicht du selbst sein kannst. Du gehst nicht gut mit Menschen um, die nicht authentisch sind, sei es, dass sie sich auf Materielles konzentrieren, gerne tratschen oder tyrannisch sind. Deine Fähigkeit, Unechtheit zu erkennen, ist wie eine natürliche Gabe. Du spürst, dass es mehr im Leben gibt als die täglichen Routinen. Du suchst nach etwas Größerem und weigerst dich, nur den gewohnten Pfaden zu folgen. Du erkennst, dass das Leben mehr zu bieten hat als ein 9-bis-5-Job und das Befolgen der gesellschaftlichen Regeln. Das Leben als Auserwählter ist von Natur aus herausfordernd. Diese Herausforderungen haben ihren Zweck, sie machen dich stärker und weiser. Du erhältst die Fähigkeiten und das Verständnis, um anderen in ihren Kämpfen zu helfen. Du hegst ein tiefes Verlangen nach Wahrheit und hinterfragst die Welt um dich herum. Du lässt dich nicht einfach von anderen sagen, was du glauben sollst. Du suchst nach tieferer Bedeutung und erkennst, dass die wahren Antworten oft in dir selbst liegen. Du fühlst dich anders als deine Familie und hast das Gefühl, nicht wirklich dazu zu gehören. Du könntest sogar denken, dass du von einem anderen Ort stammst. Das Gefühl, als schwarzes Schaf betrachtet zu werden, kann einsam machen, aber es zeigt, dass du für eine größere Aufgabe bestimmt bist. Du bist ein natürlicher Geber, der anderen gerne hilft, auch wenn du selbst nicht viel bekommst. Diese Großzügigkeit ist Teil deiner DNA. Trotz schlechter Behandlung in der Vergangenheit wählst du immer noch Freundlichkeit und Gutes. Du bleibst ein guter Mensch, der das Licht und die Liebe in sich trägt. Du glaubst an eine höhere Macht oder das Universum und respektierst spirituelle Ideen. Du siehst Dinge, die anderen entgehen, und verstehst, dass alles nach einem höheren Plan verläuft. Du bist ein Lichtarbeiter, der Licht und Liebe in die Welt bringt. Du spürst, dass es deine Mission ist und fühlst dich von höheren Kräften geführt und beschützt. Wenn du diese Zeichen siehst, solltest du auf den Ruf hören. Es ist ein Zeichen dafür, dass du für eine besondere Mission auf dieser Erde bestimmt bist. Du gehst deinen Weg nicht alleine, sondern wirst von höheren Kräften geführt und beschützt. Hab keine Angst und vertraue darauf, dass du Teil einer größeren Mission bist. Du gehörst zu den Auserwählten.